Ich bin blind, seitdem ich ungefähr 18 bin. Was sehe ich, ist mit ganz großer Sicherheit die meistgestellteste Frage in den letzten 20 Jahren. Ich höre sie eigentlich täglich oft mehrfach. Was also wirklich Blindsein für mich bedeutet, was ich sehe, habe ich immer wieder versucht, spontan zu beantworten. Es war immer sehr unbefriedigend für mich. Es gab wahnsinnig viele besondere Momente in meinem Leben, die mir gezeigt haben, wie wertvoll, wie wichtig Blindheit für mich ist, wie gut Blindheit in diesem Moment für mich in mein Leben passt. Eines dieser wichtigen Momente war eine ganz klassische Situation in den Anfängen meiner Blindheit. Ich rannte von einem Spezialisten und renommierten Arzt zum nächsten. Ich fragte mich, wenn ich jetzt genau vor 24 Stunden gewusst hätte, dass ich gleich wieder würde sehen können. Wenn ich das gestern gewusst hätte, hätte ich den Tag von gestern auf heute genauso gelebt, wie ich es getan habe, oder hätte ich anders gelebt? Und mir wurde total klar, dass ich viel intensiver gelebt hätte, dass ich die Blindheit genutzt hätte, dass ich alles ausprobiert hätte, dass ich Menschen berührt hätte, dass ich erfahren hätte, wie ist das eigentlich, blind zu sein. Und als mir das klar wurde, habe ich gemerkt, wow, ich möchte nicht wieder sehen können, bevor ich diese Frage nicht mit Ja beantworten kann. Als diese Schwelle also immer näher kam, fing ich an, mir sehr konkrete, intensive, leidenschaftliche Gedanken darüber zu machen, wie kann man dieses Geschenk der Blindheit, die es wirklich für mich ist, wie kann man das erfahrbar machen? Und entstanden sind 7 wahnsinnig wichtige Projekte und 3 davon stehen in den Startlöchern. Das eine ist Blind is Sexy, das entwickle ich mit meinem sehr guten Freund und Geschäftspartner Jörg Kira. Und ein guter Freund von mir in einem Sommer sagte mal zu mir: Weißt du, Francisco, wenn ich mir dich vorstelle in einem weißen Anzug mit deinen dunklen Haaren und dunklen Augen und dazu einen Blindenstock, dieser Blindenstock könnte total gut aussehen, könnte zu dir passen und dich noch besser repräsentieren, ein Accessoire sein, der dich interessanter macht. Das war für mich so revolutionär, dass ich wirklich anfing, darüber nachzudenken, warum ist das nicht so? Warum kann ein so filigranes Instrument wie ein Blindenstock nicht wirklich sexy sein? In diesem Projekt entwickeln wir einen Blindenstock, mit dem wir eine Revolution im Verständnis der Blindheit entwickeln wollen. Mit Blind is Sexy wollen wir den Menschen begreifbar machen, im allerwahrsten Sinne des Wortes, wie sexy und aufregend Blindheit ist. Und damit den Fokus und den Augenmerk total weglenken von der Angst und von der Unsicherheit. Mit Deep Blind Taste habe ich ein kulinarisches Angebot gemacht. Mit einem sehr guten Freund und Schauspieler haben wir ein Paket entwickelt. In diesem gibt es einen sehr hochwertigen Tee. Es gibt etwas Passendes zu essen, es gibt eine Augenbinde und eine CD. Und mit dieser CD führt man ungefähr eine halbe Stunde lang durch ein Teeritual unter der Augenbinde, also quasi blind. Und das dritte Projekt ist Interactive Mapping. Interactive Mapping habe ich entwickelt im Dschungel von Peru, als ich vor 2,5 Jahren dorthin gereist bin, um eine Auszeit zu nehmen. Der Dschungel von Peru war eine wahnsinnige Überraschung und Herausforderung für mich, vor allem als es darum ging, mich im Dschungel zu orientieren. Zusammengefasst, es war unmöglich, ich bin gescheitert. Was in diesem Moment passierte, was ich mit Interactive Mapping meine, ist, dass ich aufhörte, aus der Konserve mich zu orientieren, aus meinen Erinnerungen als sehender Mensch. Und ich ließ eine komplett neue, frische, aktive und interaktive Repräsentation meiner Umwelt zu. Ich habe Interactive Mapping für normal sehende Menschen in ihrem Leben, in ihrem Wirken weiterentwickelt. Und zwar biete ich Interactive Mapping mittlerweile an als Vortrag von 45 bis 60 Minuten. Ich biete Workshops an für Führungskräfte, für Führungsteams, in denen es darum geht, diese blinde Perspektive zu implementieren in konkreten Situationen, in vielleicht konkreten Problemlösungen, mit Augenbinden, ohne Augenbinden und mit neuen Ansätzen, Denkansätzen. Und ich sehe Blindheit und normales Sehen auf derselben Dimension. Ich habe Lust, diese verschiedenen Formen des Sehens miteinander zu teilen und gemeinsam zu etwas viel Größerem und Ganzerem zu machen. Mein Name ist Francisco Villanueva. Blindheit ist eine Art zu sehen, nicht die Gegenteil.